Der Tod. Hebräer Kapitel 2, 14 bis 15. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er's gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme, dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel, und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Der Tod ist der dauerhafte und endgültige Verlust der für ein Lebewesen typischen und wesentlichen Lebensfunktionen. Den Übergang vom Leben zum Tod bezeichnet das Sterben. Kein schönes Thema. Entsprechend ist die Aussicht und das Wissen, dass man einmal sterben muss, kein Grund zur Freude. Man sagt zwar landläufig, dass der Tod zum Leben dazugehört, aber erstens ist das nicht wirklich wahr im eigentlichen und entscheidenden Sinne. Und zweitens hilft einem das auch nicht weiter, keine Angst vor dem Tod zu haben. Wer stirbt, der muss gebunden, geknechtet und unfrei sein, denn sonst würde er ewig leben und frei sein. Für Menschen, die nur an eine menschliche Biologie glauben, ist der Tod nur Teil der Evolution. Aber für Christen ist der Tod das Ergebnis von Sünde, steht in Römer 6, 23. Also von Unglauben, Sinnentleerung, Hochmut, Lüge, Bosheit, Dummheit und so weiter. Gott fragt in seinem Wort provozierend, und zwar in Hesekiel 33, 11, warum wollt ihr sterben? Könnte er so etwas fragen, wenn wir keine andere Wahl hätten, beziehungsweise der Tod das Ende wäre? Gott wurde Mensch und Jesus hatte auch Angst, als er im Garten Gethsemane mit dem Tod rang und sein Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde fiel, steht in Lukas 22, 44. Was fleischlich ist, wird um die bittere Vergänglichkeit nicht herumkommen und man steuert quasi mit der Geburt bereits dem Tod entgegen. Der Tod steht für die Dunkelheit und das Leben steht für das Licht. Jesus Christus kann so einem todgeweihten Menschen, nämlich wir alle, nicht einfach im Handumdrehen das Licht zeigen und ins Licht führen. Der Tod ist eine so starke Macht, eine große Macht. Erst muss der Tod besiegt werden, damit das Leben triumphieren kann. Das leuchtet ein, oder? Jesus hat das Leben hervorgehoben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht, steht in 1. Timotheus 1,10. Er hat den Tod besiegt und dies allein durch das Evangelium, das vom Tod und der Auferstehung Jesu Christi berichtet. Dieser Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben und vom Tode auferstanden und die Gläubigen mit ihm. Galater 2,19. Es hat Gott viel gekostet und wir sind teuer erkauft. 1. Korinther 6,20. Darum müssen und sollten wir dieses Heil auch achten und annehmen und ernst nehmen. Alles andere wäre unverantwortlich, dumm, unlogisch und ein Triumph des Teufels. Das Ergebnis der Sünde ist in der Tat der Tod. Etwas Vergängliches kann nicht ewig leben, etwas Unvergängliches schon. Die Gabe, also das Geschenk Gottes, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn und Erlöser. Römer 6, 23. Nichts anderes und niemand anderes. Wer das verstanden und angenommen hat, der ist im tiefsten aller Sinne und aller Wirklichkeit erlöst von seinen Sünden, seiner Vergänglichkeit, seiner berechtigten Angst, seiner Blindheit und seinem Egoismus. So ein Mensch muss sich nicht erst vor dem Sterben und dem Teufel fürchten. Der Satan hat die Macht, einen ungläubigen Menschen ins Verderben zu führen, steht in Matthäus 10, 28. Der Glaube an die Vergebung seiner eigenen Sünden, das Evangelium der Seligkeit, Epheser 1, 13, macht einen Menschen letztlich unangreifbar für den Teufel und obendrauf noch selig und glücklich. Der leibliche Tod ist letztlich dann nur noch eine logische Folge der fleischlichen Vergänglichkeit. Es ist ein letzter Weg, der nach Hause führt, in Gottes Reich. Christen können mit dem Sterben und dem Tod anders umgehen, nicht aus eigener Kraft, sondern durch den Glauben an den Überwinder des Todes, den Sohn Gottes, Jesus Christus. Hören wir aus seinem eigenen Munde, was er uns sagen möchte. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen,
der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Steht in Offenbarung 12,10 und 14,13. Amen.